Hallo Leute, heute die Elektrotechnik in 5 Minuten. Warum das Ganze? Warum mache ich YouTube? Was ist der Hintergrund? Warum machen wir die ganze Arbeit? Für was? Also das ist eine Frage, die mich irgendjemand mal vor kurzer Zeit gestellt hat. Warum mache ich das? Was ist da der Sinn der Sache? Und ja, da kann ich euch nur eins sagen. Und zwar, jedes Kommentar, jedes Danke-Kommentar, es freut mich, wenn ich jemandem helfen kann, wenn ich euch helfen kann. Beziehungsweise, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich war irgendwann mal, wieder vor kurzem, war ich auf einer großen Fest oder irgendwo sonst unterwegs. Nee, ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall, da ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du bist doch der von YouTube mit dem Elektrotechnik-Zeug. Gesagt, ja, der könnte ich sein. Bin ich wahrscheinlich auch. Da hat er gesagt, hey du, muss ich dir jetzt direkt was erzählen? Und zwar, ich war so weit, dass ich mein Studium abbrechen will. Ich habe kein Land mehr gesehen. Für mich ist es nicht mehr weitergegangen. Da bin ich zufällig auf deinen Kanal gestoßen. Dann habe ich das erste Mal verstanden, was ist eigentlich, wie das funktioniert. Und es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Es ist ja immer noch die Grundregeln und ja, und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann das Studium nicht abgebrochen, habe dann meine Prüfung, der hat dann seine Prüfung bestanden und dann hat gesagt, ja, mit einer guten Note. Und Leute, wenn ich solche Geschichten höre, manchmal solche Geschichten, ich schreibe auch manche Leute von euch, schreiben mir solche Geschichten zu, per Facebook oder per YouTube oder sowas, schreibt mir, höre ich solche, ja, schon fast so Schicksale. Und wenn ich das sehe, wenn die, wie positiv das die ausgehen, Leute, und ich sag mal so, ich bin nur so ein kleines Stück in der Weltgeschichte. Wer bin ich nicht? Und wenn ich das schaffe, in diesem kleinen Stück, meinen Stärken, was ich habe, was ich erklären kann, und diese elektrotechnischen Themen, also diese beiden Sachen, wenn ich die verknüpfen kann und euch damit einen Gefallen machen kann, mit Tausenden von Leuten und Studenten helfen kann, die Thematik zu verstehen, ihr Studium zu meistern, besser zu meistern, überhaupt zu meistern, ja, was gibt es denn da Schöneres? Deswegen bin ich auch immer mit der vollen Begeisterung bei euch und will euch so gut es geht helfen bei diesen ganzen Themen, die, ja, ich weiß, die können schon mal ziemlich tricky sein. Aber dafür bin ich dafür will ich euch helfen in meinem Channel. Das ist der ganze Hintergrund, das ist meine Motivation, beziehungsweise die ich von euch bekomme, so muss ich sagen, dass ich diesen Channel erhalte und ich werde ihn auch erhalten und er geht auch in Zukunft weiter und es wird Semesterstart, dann kommen wieder ein Haufen Lehrvideos. Jetzt über den Sommer habt ihr gesehen, diese Reihe 101 Dinge, die du als Ingenieur wissen musst. Das sind ja jetzt die 28 Videos, glaube ich, schon online. Da kommen ja auch immer wieder mehr. Auf jeden Fall, ja, das ist meine Motivation und hoffe, jetzt ist die Frage geklärt, warum ich das, diesen YouTube-Channel mache für euch. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Alexander, wie immer natürlich hier in 5 Minuten Elektrotechnik. Auf Wiederschauen. Tschüss. Und danke, dass du, danke, ja genau, danke für eure Unterstützung. Ihr macht das alles möglich. Thank you.